Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen mit der nächsten Mission weiter. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Jacob! Er ist wunderschön, oder? Ein Rabe. Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden. Du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! Der ist etwas schräg. So leicht schräg. Jacob, unsere Kutsche wartet. Du weißt ja, wie das läuft. Du fährst. Diese feigen Stiefellecker von Starrick haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Der würde auch nie etwas bauen. Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starrick überhaupt für Kunst? Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Hier muss doch jemand diese Etiquette Wallet erkennen. Ich suche nach Miss Etiquette Wallader. Hab sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte. Und das wäre? Kunststibitzen. Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen. Okay. Die Statue muss doch hier irgendwo sein. Mit ihm kann ich reden. Hey, Kleiner. Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. Die Kloake, na klar. Oh, natürlich. Niemand im Zielgebiet töten. Jetzt ist er so gut wie tot. Wirklich? Sehe ich aber nicht so. Zumindest. Ich bräuchte vielleicht ein paar mehr Rauchbomben. Die Kanalisation. Gibt es eine Antwort? Oh. Wo kam der denn her? Niemand im Zielgebiet töten. Die Kanalisation ist wegen der Sicherheit. Kann ich auch schon alles töten, ja? Alright. Hilfe! Nicht ein Wort! Sagen Sie Starrick, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Starricks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. Du kannst dich nicht verstecken! Du bist erledigt! Na, komm schon! Wir nach! Stop! I don't want any more of this! Damit kommst du nicht durch. Deine Mucks
bist, dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Hm. Wie böse der doch auch wird. Hat hier an Roth übergeben. Ja, super, der ist jetzt auf der anderen Seite. Egal, wir laufen einfach hier durch und laufen da hinten weiter. Das geht einfacher, als wenn ich durch das ganze rote Gebiet fahren müsste. Aber wenn die jetzt schon einen Spitznamen hat, ne, ist sie doch bestimmt noch irgendwie relevant. Würde ich einfach so glauben. Oh, Miss Cadwallader. Welch angenehme Überraschung. Sie werden von Mr. Starrick hören, Roth. Ah! Darauf freue ich mich schon. Warum das Alhambra? Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. Mach mir nicht weiß, dass er nicht auf den Triumph genießt, wenn ein Stück gut ankommt. Bravos und Acapos? Die Kritiken? Ich genieße gute Unterhaltung, Jake. Wenn mich eine der Produkte... Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Starricks Sicherheitschef, einem gewissen Benjamin Raffles. Wer sich mit ihm anlegt, verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Wachen nicht weit. Hey. Aua. Oh! Ich sehe ihn! Der Schuss wird sitzen! Das für dich! Kann ich nicht hier so ein bisschen was... Muss ich mal eben gefangen nehmen. Mach hier keinen Laut. Was soll denn das? Schickt sie Roth? Der Verbrecher? Sie verwechseln ihre Verbrecher, Mr. Raffles. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Hm. Soll ich wirklich hier durchgehen? Glaube ich, keine so gute Idee bei so vielen Leuten. Na? Hier ist keiner mehr. Das bedeutet, ich kann schön zur Kutsche laufen.
Mein wohlriechender Ruffles, wie überaus schön, dich wiederzusehen. Ach, Vater! Ach, Vater, Hölle! Der ist verschwunden. Mit dir nach hinten. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ha! Ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Er ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr höflich. Und er hat noch viele andere Talente. Nach wem suche ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Pooler und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen können, kappen wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss gut sein in dem, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. Okay. Na, mal gucken. Jetzt kommt irgendwann raus, dass es alles nur verdeckte Ermittler waren. Ganz ruhig. Oh, bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Bobbys? Da wollte ich jetzt zwar nicht runter, aber egal. Oh. Sir, kann ich Ihnen helfen? Es wäre klug, ruhig zu bleiben. Was? Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. How wonderful. I think I'll take the... Ah! Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Was ist hier los? Ah! 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 Oh, nein, du bleibst hier. Ich muss Sie bitten, weiterzugehen, Sir. Du hast Nerven. Jetzt reicht es mir aber, ich muss wohl einschreien. Gib endlich auf. Achtung, der kämpft mit schmutzigen Tricks. Komm weg. Ich hau dich um. Übermann ihn, Leute. Ach, Scheiße! Ach, nee. Komm. Ich hoffe, es gibt... Zum Glück. Stell dich, Feigling! Zum Glück gibt es hier eine wie soll ich sagen, ein Checkpoint-System. Was? Wieso habe ich jetzt mein Ziel verloren? Das ist jetzt eine gute Frage. Wieso habe ich da mein Ziel verloren? Versuchen wir es doch gleich nochmal. Also. Du gehst weg. Einmal nach oben. Komm. Das ist ein verdächtiger Kerl. Ah,
Jetzt muss ich irgendwie von unten da dran und von unten. Zack. Bitte benehmen Sie sich zivilisiert, Sir. So, was tun Sie hier? Das heißt hier? Wirklich, Mister. Gehen Sie weiter, bevor es noch echten Ärger gibt. Jetzt hab ich dich! Was war das bitte? Nagelt ihn fest! Gib doch endlich auf! Deine Geduld ist noch Ende! Boah, verdammt nochmal! Kann ich nicht über diese Scheiß... Och, nee. Ich traue dich so schlecht. Oh, das wird ja... Hä? Was? Na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Oh, doch, werde ich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Chester. Roth? Lange nicht gesehen. Du hast dich wirklich gehen lassen. Nein. Eine Schande. Na? Dann ab nach hinten mit dir. Na, guck mal, jetzt sitzen sie alle drinne. Schön da, wo sie sein sollen. So ist's recht. Gut, gut. Na? Mach langsam. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Ich glaube nicht, dass es so gut ist. Nichts als nur die allerbeste Qualität. Machen Sie sich selbst ein Bild. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft und wir haben jetzt endlich unseren geilen Handschuh. Zack. Mit 4 Angriff. Und Upgrade plus 2. Das Ding geht ab. Ja. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Und sagen. Na, hier unten, das könnte ich nochmal machen irgendwann. Aber ich sag jetzt bis zum nächsten Mal. Haut rein.